Herzlich willkommen zu einer exklusiven Tour durch den Wilden Ritt, der als die AMC-Aktie bekannt ist. Heute sprechen wir über verpasste Möglichkeiten, diese Momente im Leben eines Anlegers, in denen sie sich wünschen, sie hätten Gewinne mitgenommen. Außerdem werfen wir einen Blick auf den aktuellen AMC-Zyklus, auf meine Elliott-Wellenzählung, mit der ich meine Zyklenanalyse ergänze, und wagen im Anschluss einen Blick in die düstere Glaskugel, um zu sehen, was uns 2024 erwartet. Dank meiner zyklusbasierten Herangehensweise bin ich in der Lage, relevante Wendepunkte in der Kursentwicklung von Aktien und Indizes im Voraus zu prognostizieren. Und mit dieser Technik lässt sich der Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs festlegen. Dies ergänzt sich mit der Elliott-Wellen-Methode, denn diese hilft mir, mögliche Preise zu ermitteln und die Prognose zu verfeinern. Starten wir auch schon mit der Analyse. Wie immer im Zyklus. Das letzte Video, in dem ich die Wendetage festgelegt habe, blende ich Ihnen auch gerne nochmal ein. Ansonsten gehe ich hier die Wendetage einfach nochmal durch. Prognostiziert waren hier der 6.9., 14.9., 18.9. Was wurde davon jetzt getroffen? Der 6.9. hier in der Spitze wurde getroffen. Das ist folgender. Der 14.9. in dieser Spitze wurde auch getroffen. Das ist folgender. Das heißt, wer von diesem Boden bis zu dieser Spitze die Bewegung mitgenommen hat, hat ja sicherlich gut Profite machen können. Als nächstes war prognostiziert der 18.9. hier als Tief. Der wurde erst am 19.9. getroffen. Von hier aus ging es erstmal wieder hoch, ist jetzt hier auf dem Weg nach unten. Das ist folgende Bewegung. Daher gehe ich davon aus, dass wir am 25.9. hier das Tief finden sollten. Denn am 27.9. erwarte ich das nächste Hoch. Und im Wesentlichen sind dann die nächsten wichtigen Punkte der 2. Oktober und hier ganz wichtig der 6. Oktober. Hierzu wechsle ich jetzt einfach mal ganz kurz in den Chart, damit wir uns das Ganze dort anschauen können. Ich habe meine Elliott-Wellen-Gesamtzählung nochmal angepasst. In diesem Update haben wir auf jeden Fall hier eine Dreiecksbildung gehabt. Das dürfte die Welle 4 sein, die jetzt hier dann auch abgeschlossen werden sollte und hier dann ihren Tiefpunkt findet. Die gelbe Linie markiert den nächsten Wendepunkt. Ich mache das Ganze auch einmal ein Stückchen größer. Und aktuell gehe ich davon aus, dass wir 6,65 Dollar bis 7,20 Dollar hier erreichen sollten. Nachdem am 25. folgender Boden getroffen wurde, wird es hier nach oben gehen. Ich habe jetzt hier Preiszonen angegeben. Diese können aber je nach Stärke der Bewegung variieren. Durch die Zyklenanalyse kann ich letztlich nur die Wendepunkte prognostizieren. Es kommt dann auf das Volumen im Markt an, was sich eben hier ergibt. Aktuell gehe ich von 10 Dollar aus. Wenn wir diese 10 Dollar hier treffen sollten, besteht die Möglichkeit, dass wir dann im weiteren Verlauf hier die 12 treffen, runterkommen, zwischen dem 3. und 6. November bis zu 23 Dollar erreichen können. Aber das hängt eben von der kommenden Bewegung ab. Daher gilt jetzt abzuwarten, was nächste Woche, kommenden Montag, Dienstag passieren wird. Wenn wir in dieser Welle A nur bis in diesen Bereich kommen sollten, dass wir hier die 8,50 Dollar sehen, dann werden wir hier bis zum 2., 3., 4. Oktober ungefähr wieder zurücklaufen, ungefähr in die Range 7,50 Dollar. Und dann wird es von hier aus nur bis zu den 10,30 Dollar gehen. Genau, das heißt, die Welle würde hier enden, es würde hier runterkommen und wir würden hier auch nicht mehr 23 Dollar sehen, sondern hier im besten Falle 12 Dollar. Das muss man jetzt einfach abwarten. So viele Wochen in die Zukunft eine Preisentwicklung zu prognostizieren, ist hier in dem Fall nicht so einfach. Letztlich spielt es auch keine Rolle. Wichtig ist Ihr Investitionsplan. Wie gehen Sie in die Sache rein und raus? Wo nehmen Sie Profite mit? Wo ist Ihre Verlustgrenze? Und wie agieren Sie mit den Möglichkeiten, die Ihnen geboten werden? Ansonsten sehen Sie hier nochmal eine kleine Gesamtübersicht, wie ich den weiteren Kursverlauf in den nächsten Wochen oder Monaten sehe. Wenn diese Zählung und die Preisentwicklung so aufgeht, dürften wir hier bis Ende des Jahres nochmal ein richtig schönes Tief sehen, welches in diesem Bereich liegen wird von 5,30 Dollar bis 5,70 Dollar. Und somit eben neue Möglichkeiten für das Jahr 2024. Hier habe ich einen möglichen Zyklus, der bis jetzt sehr positiv aussieht. Das Ganze ist noch zu früh, um hier eine Prognose abzugeben. Sie würde definitiv in die Elliott-Wellen-Zählung
befassen. Hierzu wird es im Januar, auf jeden Fall spätestens im Jahr 2024, weitere Infos dazu geben. Heute gibt es ein kleines Special, in dem wir einen genaueren Blick auf zwei unterschiedliche Ansätze für das Investieren in EMC-Aktien werfen. Die erste Strategie konzentriert sich darauf, kluge Kauf- und Verkaufsentscheidungen basierend auf Marktzyklen und Wendepunkte zu treffen. Die zweite Strategie hingegen setzt auf regelmäßige monatliche Investitionen, um zusätzliche EMC-Aktien zu einem Durchschnittspreis zu erwerben. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor einiger Zeit 1000 Aktien von EMC zu einem Preis von 20 Euro pro Aktie erworben. Das ergibt eine anfängliche Investitionssumme von 1000 Aktien mal 20 Euro, das sind 20.000 Euro. Doch dann ist der Aktienkurs auf 5 Euro gefallen und Sie hatten Verluste. Das bedeutet, dass Ihr aktuelles Portfolio einen Wert von 1000 Aktien mal 5 Euro, also insgesamt 5.000 Euro hat. Was würden Sie tun? Hier ist eine interessante Strategie. Die EMC-Aktie macht eine Bewegung und steigt auf 8 Euro. Sie entscheiden sich, alle Ihre Anteile zu diesem Preis zu verkaufen. Das ergibt 1000 Aktien mal 8 Euro, also insgesamt 8.000 Euro. Sie warten geduldig, bis der EMC-Kurs auf 4 Euro fällt. Dann nutzen Sie Ihr gesamtes Kapital, um wieder einzusteigen. Mit Ihrem vorherigen Erlös von 8.000 Euro können Sie nun für 4 Euro 2.000 Aktien erwerben. Nach einer Weile steigt die Aktie auf 5,50 Euro. Sie verkaufen erneut alle Ihre Anteile. Das ergibt 2.000 Aktien mal 5,50 Euro, insgesamt 11.000 Euro. Jetzt heißt es Geduld haben. Sie warten, bis der EMC-Kurs auf das nächste Tief bei 3,75 Euro fällt. Sobald EMC bei 3,75 Euro ist, steigen Sie erneut mit dem Kapital ein. Nach einer Weile steigt der Kurs schließlich auf 7,50 Euro und Sie verkaufen alle Ihre Anteile. Das ergibt Ihr Kapital von 11.000 Euro, 3,75 Euro pro Aktie, insgesamt 2.933 Aktien. Mal 7,50 Euro sind 22.099,50 Euro. Und das Ergebnis dieser Strategie. Sie haben Ihre Anfangsinvestition von 20 Euro pro Aktie in ein profitables Unterfangen verwandelt. Durch den klugen Einsatz von Kauf und Verkauf während der Marktzyklen haben Sie Ihr Kapital vermehrt. Eine intelligente Herangehensweise an den Aktienmarkt kann Ihnen dabei helfen, langfristig erfolgreich zu sein. Bitte beachten Sie, dass dies eine vereinfachte Darstellung ist und die tatsächlichen Ergebnisse auf dem Aktienmarkt von vielen Faktoren abhängen. Zudem sollten Sie steuerliche Aspekte in der Realität berücksichtigen. Werfen wir erneut einen Blick auf die Zyklenprognose 2023. Wir können sehen, wie viele Wendepunkte getroffen worden sind. In unserer zweiten Strategie werden wir jeden Monat 1000 Euro investieren, um EMC-Aktien nachzukaufen. Wir nehmen an, dass wir sie zu einem Durchschnittspreis von 5 Euro pro Aktie erwerben. Diese setzt sich über 8 Monate fort und nach 8 Monaten haben wir eine zusätzliche EMC-Aktie im Wert von, also 8 Monate mal 1000 Euro sind insgesamt 8000 Euro, pro Aktie 5 Euro, insgesamt 1600 zusätzliche Aktien. Das ergibt zusammen mit Ihren anfänglichen 1000 Aktien einen Gesamtbestand von 2600 Aktien. Was glauben Sie, welche Strategie ist erfolgreicher? In der Wendepunktstrategie haben wir Ihr Kapital durch kluges Timing der Marktzyklen vermehrt. Doch in der monatlichen Investitionsstrategie haben wir über 8 Monate hinweg regelmäßig investiert und zusätzliche Aktien zu einem Durchschnittspreis von 5 Euro erworben. In der ersten Strategie haben Sie im besten Fall Ihre Verluste in EMC-Aktien ohne zusätzliche Investitionen wettgemacht und konnten Ihr Kapital für andere Werte nutzen. In der zweiten Variante, in der Sie monatlich 1000 Euro investierten, haben Sie 1600 zusätzliche EMC-Aktien erworben. Das macht dann insgesamt 2600, anfänglichen Kapital von 20.000 Euro gegenübersteht. Trotz dieser zusätzlichen Investitionen sind Sie immer noch im Verlust. Beide Strategien haben ihre Vor- und Nachteile. Die Wahl hängt von Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Investmentstil ab. Es ist wichtig zu beachten, dass dies vereinfachte Szenarien sind und die tatsächlichen Ergebnisse auf dem Aktienmarkt von vielen Faktoren abhängen. Mit diesem Video wollte ich einfach gerne aufzeigen, dass das Nachkaufen von Aktien nicht immer die beste Antwort auf Verluste ist. Oftmals kann es verlockend sein, mehr Kapital in fallendes Wertpapier zu investieren, in der Hoffnung, Verluste auszugleichen. Doch hier ist die Sache: Märkte können unberechenbar sein. Und das Fallen einer Aktie ist nicht immer ein Signal dafür, dass sie wieder steigen wird. Wenn wir die Wendepunkte im Markt verstehen, haben wir die Möglichkeit, klug zu handeln.
Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, stur an einer fallenden Aktie festzuhalten. Mit dem richtigen Wissen können wir erkennen, wann es sinnvoll ist, auch bei Verlusten zu verkaufen und dann am Tiefpunkt erneut einzusteigen. Auf diese Weise können wir die Volatilität nutzen, um unsere Position zu optimieren. Es ist eine Strategie, die Geduld und Disziplin erfordert, aber sie kann sich auszahlen. Indem wir am Tiefpunkt neu einsteigen und beim nächsten Aufwärtstrend mit Gewinn aussteigen, können wir dieses Prinzip immer wieder anwenden und so langfristig erfolgreich sein. Denken Sie daran, der Schlüssel liegt im Verständnis der Märkte und der Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen, die auf fundierte Analysen basieren. Wenn Ihr Interesse an einer detaillierten AMC-Zyklusanalyse für das Jahr 2024 habt oder wenn Ihr einfach nur über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann lasst gerne unter diesem Video einen Kommentar da. Bei genug Andrang und Interesse wird es im Januar 2024 einen AMC-Notfallplan zum Erwerb von exklusiven Einblicken geben. In Zukunft wird es auch weitere Updates auf meinem Telegram-Kanal geben. Wenn Sie mehr über meine zyklischen Analysen erfahren möchten, dann sind Sie herzlich willkommen. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Und falls Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, machen Sie das am besten jetzt. So verpassen Sie keine Videos, unterstützen mich und sind immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg bei Ihren Investitionen. Bis zum nächsten Video.